Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Vlog mit mir. Ich bin in meinem Schlafzimmer heute. Ich war da, glaube ich, schon im letzten Video auch. Und ich habe gedacht, ich quatsch mal ein bisschen mit euch. Ich weiß nicht, wie das Licht ist. Ich habe da Licht angemacht und ich habe über mir Licht. Und ich habe einen Kaffee von Starbucks. Ja, ich habe Lippenstift drauf. Das heißt, wenn ich jetzt einen Schluck hier nehme, wird das wunderschön hier drauf aussehen. Wollen wir mal gucken? Ein Traum. Ja. Also, wie sieht's aus, Leute? Wie seid ihr reingerutscht? Ich war ganz gechillt zu Hause. Wir haben Raclette gemacht, wir haben Gin Tonic getrunken, wir haben Feuerwerk gemacht und es war schön. Und ja, 2015 schon, Leute, ist das Wahnsinn, oder? Ich finde, dieses Jahr ging unglaublich schnell rum. Also letztes Jahr ist ja schon ein neues Jahr. Und ja, ich finde es total krass. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen so leicht rutschen. Zwecks Licht. Oder in die andere Richtung. Gucken mal, wo das Licht besser wird. Ich weiß nicht, ob das Licht jetzt wirklich besser geworden ist. Ich bleibe jetzt aber auf jeden Fall mal hier sitzen. Ja, neues Jahr, neues Glück. Ich habe vor, natürlich dieses Jahr auch wieder Sachen zu pflanzen. Meine Haare machen vielleicht Faxen. Was soll's. Ich hoffe, ihr habt da Interesse daran. Es geht ja auch schon bald wieder los. Man muss ja schon im Februar anfangen, manche Sachen zu pflanzen. Vielleicht, wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr mir jetzt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendwelche speziellen Wünsche habt, die ich mache. Ich werde natürlich wieder zeigen, was ich pflanze, wie ich pflanze, wann ich pflanze und solche Geschichten. Aber vielleicht mal so Fragen in die Kommentare schreiben oder irgendwie sowas in die Richtung, dann kann ich die auch gerne dann beantworten. Aber natürlich wird es weiterhin auch Beauty-Sachen dieses Jahr geben und ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, dass die Tage schon wieder ein bisschen länger werden. Wir haben es jetzt 10 nach 4 und es ist so semi-hell noch. Ich habe noch keine Nägel lackiert. Ja, Leute, das ist ganz ungewöhnlich für mich. Ich muss gleich mal gucken, was ich mache. Fällt mir da gerade auf. Ich möchte mir gerne solche Softboxen kaufen. Das wäre wirklich ziemlich praktisch. Ich habe mir auch überlegt, das von meinem Weihnachtsgeld zu machen. Oh, irgendwie ist jetzt wieder so eine Fliege gewesen. Aber ich weiß noch nicht genau. Was sagt ihr dazu? Soll ich? Soll ich nicht? Ich glaube, es würde Sinn machen. Ich glaube, ich mache das. Ansonsten, Beauty-Wish-List-mäßig, habe ich gerade zwei Paletten auf meiner Beauty-Wish-List und zwei Highlighter. Ja. Ich habe zum Beispiel die Smashbox Masterclass 3 Palette gesehen. Bei Instagram habe ich sie, glaube ich, gesehen. Ich weiß gar nicht mehr genau wo. Ich werde sie euch jetzt mal kurz einblenden. Und Leute, ist sie nicht toll? Ich meine, die hat auf der einen Seite diese natürlichen Töne, auf der anderen Seite die bunten. Sie hat Kontur dabei, sie hat Blush dabei. Ich finde die unglaublich toll. Kostet $65. Die wollte ich bei Sephora schon bestellen. Das heißt, ich hatte sie schon in meinem Einkaufswagen. Ich habe schon auf Checkout geklickt. Und dann hieß es, ja, das Produkt kann nicht in ihr Land geliefert werden. Und ich so, nein! Also das war wirklich, ich weiß nicht, vielleicht war es ein Zeichen. Vielleicht sollte ich sie einfach nicht kaufen. Aber im Moment bin ich wirklich sehr schwer verliebt. Ja, gucken wir mal. Und ich war gestern dann noch bei Douglas. Ich war in Frankfurt und habe mir da die Electrics-Palette angeschaut von Urban Decay, die ich euch jetzt hier noch kurz einblende. Und oh mein Gott, ist die toll. Das Ding ist, die kostet, glaube ich, 45 Euro. Es sind Farben, die ich nicht täglich verwenden werde. Darum frage ich mich, ist das übertrieben, eine Palette für 45 Euro zu kaufen, für Farben, die man eigentlich eher selten benutzt? Aber die sind der Wahnsinn, Leute. Schaut euch bitte mal dazu Swatches an, weil, wow, wirklich. Ich habe die natürlich auch selbst geswatcht. Man geht nur einmal rein und schon hat man diese volle Intensität der Farben auf den Fingern und es ist einfach nur der Wahnsinn. Und ich kann mir vorstellen, gerade im Sommer kann man damit tolle Make-up schminken. Natürlich jetzt nicht für die Arbeit oder so, aber ich weiß nicht. Ich hätte sie schon sehr gerne. Und wie gesagt, ich habe Weihnachtsgeld. Die Frage ist nur, was mache ich damit? Softboxen oder die Electrics-Palette oder vielleicht doch diese Masterclass 3 Palette von Smashbox, wo da eben das Problem aber ist, dass ich nicht weiß, wo ich sie herbekomme, weil ich sie nirgends im Internet finde. Ich glaube, sie war auch limitiert oder ist limitiert. Ich weiß gar nicht, wann sie rausgekommen ist. So viele Fragen, Leute. Ja,
Oder sollte ich mir einfach mal irgendwie was anderes kaufen, außer irgendwas, was mit Kosmetik zu tun hat? Das würde wahrscheinlich Sinn machen, weil brauchen tue ich wirklich nichts. Aber ja. Dann bin ich durch meine Freundin Siham auf ein Mädel gestoßen bei Instagram. Ich zeige sie euch mal eben. Ich weiß nicht, Lisa, du wirst mich wahrscheinlich verstehen, was diesen Glow anbelangt. Es sieht so toll aus. Also ich muss sagen, bei ihr ist das natürlich schon ein bisschen übertrieben, weil ich würde mir das natürlich jetzt nicht in dieser Intensität auf die Wangen klatschen. Aber es sieht schön aus. Ich suche euch mal ein schönes Bild raus. Ich hoffe, man kann das jetzt hier auch sehen. Oder. Also ich hoffe, ihr konntet das jetzt einigermaßen sehen. Es sieht wunderschön aus und sie trägt eben ganz oft diesen Highlighter in Opal von Becker Cosmetics. Und den hätte ich sehr gerne. Ich finde den nur irgendwie auch nirgends. Ich finde immer nur die flüssige Version davon. Doch bei Amazon habe ich ihn gefunden für 38 Euro. 38 Euro für einen Highlighter finde ich halt auch wieder ein bisschen krass, ne? Ich meine, das ist ein Highlighter. Ach Leute, es ist wirklich schwierig. Und dann gibt es eben noch diesen von Estée Lauder Heatwave. Und den trägt sie auch ganz oft und der ist auch so schön. Aber ich glaube, der kostet 100 Dollar. Ich glaube 106 Dollar oder so. Auch bei Amazon, woanders habe ich ihn leider auch nicht gefunden. Entschuldigung, schon wieder eine Fliege. Und da frage ich mich halt echt, ist es mir das wert? Ja, jetzt haben wir ein bisschen über Kosmetik gesprochen und über die Zukunft dieses Jahr videomäßig. Ach ja, genau. Ich wurde gefragt, ob ich ein Update von meiner Schminksammlung machen würde. Und ich würde das auch sehr gerne machen. Die Frage ist nur genau, wie ich es mache. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich zeige euch nochmal, wie in meiner ersten Schminksammlung, die ich euch auch mal unten verlinken kann, so nur oberflächlich alles, wo was ist, was ich so oberflächlich habe. Also ich glaube nicht. Wenn ich mich jetzt nicht total irre, habe ich euch da nicht jedes einzelne Teil gezeigt. Es gibt diese Möglichkeit, dass ich das nochmal tue und vielleicht so meine Lieblingsprodukte ein bisschen genauer zeige. Oder eben wirklich zu einem Einzelnen. Also zum Beispiel alle meine Blushes, alle meine Highlighter, alle meine Kajalstifte, alle meine Lidschatten, alle meine, weiß ich nicht was, Paletten habe ich schon mal gemacht. Es sind aber mittlerweile auch wieder welche dazugekommen. Ja. Was wünscht ihr euch da? Sagt mir doch bitte mal hier unten in den Kommentaren Bescheid, wie ihr das am liebsten hättet, weil dann werde ich das versuchen abzufilmen. Ich habe jetzt noch bis Mittwoch frei und werde die Zeit nutzen. Ich war jetzt die Woche ziemlich viel unterwegs, aber ich habe jetzt noch Sonntag, Montag und Dienstag Zeit, um diese Videos zu machen. Deswegen schreibt mir es in die Kommentare. Schreibt mir auch auf jeden Fall, ob ihr eine dieser beiden Paletten oder eine dieser beiden Highlighter habt. Und wenn ja, lohnt sich das? Woher habt ihr das? Wie viel habt ihr gezahlt und würdet ihr es mir weiterempfehlen? Da wäre ich euch wirklich sehr dankbar darüber. Jo, soweit so gut. Ich werde jetzt weiter meinen Kaffee trinken, weil er ist sehr groß und muss leer werden. Und ich werde jetzt noch ein wenig chillen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Viel Spaß bei allem, was ihr macht. Vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns ganz bald wieder. Ich werde versuchen, mich wirklich zu bessern. Ich weiß, die letzten Monate waren ein bisschen rar an Videos bei mir, aber ich werde mein Bestes tun. Ich werde mich bemühen, mehr Videos zu drehen. Ich habe auch noch hier vor, meinen ersten Mac-Haul zu drehen. Den möchte ich aber morgen drehen. Das ist kein schönes Licht. Außerdem möchte ich dann schöne Nägel haben, wenn ich euch das genau zeige und so. Und jetzt im Moment sind sie einfach nackt. Ich habe auch nur zwei Sachen gekauft, aber meine ersten Sachen von Mac, darum ist was Besonderes. Ja, das wird es irgendwie dann auch die Tage noch geben. An dieser Stelle auf jeden Fall schon mal vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns ganz bald wieder und bis bald. Tschüss!